Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 191. Und wir geben unsere Quests ab. Oder unsere Quests vielmehr. Und ich denke mal, dann müssen wir runter in die Schmiede. Mal kurz sagen, hier auf dem Turm vorbei, aber nein, nicht. Wir sind hier auf dem richtigen Weg. So. Wie geht's? Fort mit euch. Genau. Möchte das hier natürlich mir noch. Seid auf der Hut. Geht's rein. Das ist. Man sieht sie. Oh, geht's rein. Sagen wir es ungefähr da, aber es ist unterirdisch. Das heißt, das ist kein Zuckerschlecksen. Das nehme ich hier gleich rein. So, da. Ach, das ist mit dem anderen Totem. Hier sind die Wassergeister. Gut. Auch ich dachte, müssen wir die eine Quest abgeben. Ah, da müssen wir die eine Quest müssen wir dann abgeben, wo dieser komische Geist ist, den wir in irgendeiner letzten Folge getroffen haben. Und dann an den Geist abgeben. Okay. Müssten wir hinbekommen. Das ist jetzt nicht die schwerste Aufgabe. Das war, glaube ich, dieser Verräter. Ich zuerst dachte, das wäre der auf dem Turm gewesen. Ich glaube, wir müssen nicht in den Tunnel rein, sondern in den davor. Das ist der gleiche Tunnel. Oh, nee, wir müssen in den davor. Aber das ist nicht schlimm, dass wir hier lang gehen, weil der Weg ist kürzer. Da müssen wir nämlich nicht oben rum, durch die ganzen Typen uns kämpfen. Daher alles cool. Da habe ich noch genug, die durch die Gegend kämpfen. Aber gut. Ich überlege, wenn wir jetzt 69 sind, dass wir vielleicht mal nach Arena 52 gehen. Beziehungsweise ich fliege dorthin, dass wir uns dann da hier treffen. Aber erst wenn wir 59 sind. Also dann haben wir nämlich hier ein Level gut gemacht. Und Arena 52, da gibt es ein paar tolle Quests. Weil hier die Quests werden etwas anspruchsvoller mit der Zeit. Dass man die zwar noch gut erledigen kann als Jäger, aber waren dann teilweise echt Hilfe. Die wirklich nicht ohne sind. Der Mana-Tank und so. Ist gar nicht mal schlecht für uns. Oder schaffen wir es hier lang zu gehen? Dann da hinten rein. Da müssen wir nämlich. Ich weiß gar nicht, ob man es. Ne, sieht man leider nicht. Sieht man auch nicht viel, okay. Müssen wir dann hinten ist so ein kleiner Korridor, oder muss man lang gehen bis ans Ende? Dann geht das. Manchmal hat man auch Glück und hier ist noch irgendwer, der mit die Typen abschnetzelt.
Aber wir kriegen mal alle Agrias. Nein, ich habe falsch Knopf gedrückt. Ah, ich wollte mich totstellen. Wo bin ich? Okay. Scheiß im Dreck. Naja. Na, hier bin ich schon oft gestorben. Wirklich oft, leider. Aber gut. Ich denke, jeder kennt das. Hier zu sterben ist keine Schande. Manchmal habe ich das so gemacht, dass ich Meter für Meter vorgestorben bin. Upsala. Das geht auch. Können wir dann hinter der Brücke respawnen oder so? Irgendwo im Gang respawnen. Geht alles. Ich denke, jeder kennt das. Das Halle ist, wenn man tot ist, Töter kommt nicht mehr. War gar nicht tot. Ich dachte, er wäre tot gewesen. Okay, das ist gut. Weiß gar nicht, ob wir noch, ob das noch ist. Die Augen des Wildtieres. Die Herrschaft. Oder wir haben es nicht gekauft. Das kann auch sein. Augen des Wildtieres. Können wir nämlich unsere App dann steuern. So. Ist auch manchmal ganz cool, wenn man irgendwo ist und denkt, ja, muss mal gucken, wie es da drin aussieht. Geht man dann als Hund rein oder geht noch jemand als Pet rein. Heilung draufschmeißen. Ein bisschen warten. Was kriegst du denn mal mehr eben bekommen? Sonst sieht's gut aus. Der Flaschmied, wie soll das tun? Ne, die haben irgendwas nicht. Elementarsteuerung, genau. Ich sagen, ein paar Mal war ich schon hier. Kann sich so toll an der Wand lang drücken. Geht ganz gut.
Irgendwann hat man so ein bisschen raus hier. Wie oft man hier drin war. Unbedingt aufpassen, weil wir haben nicht mehr so viel Munition. Wir müssen unbedingt neu kaufen gehen. So, jetzt denkt man, oh, das geht ja hier easy. Aber die Bälle sind auch gefährlich. Ich war mal auf einem Server, da haben auch die Minen angegriffen. Ne? Zu viel dazu. Im letzten Mal, als ich hier drin war, hatte ich recht viel Glück, weil da war vorher irgend so ein 70er Droide hier durchgelaufen. Ich weiß. Das erklärt so einiges. Dadurch, dass sie tot waren. Na, wie krass das ist, der Unterschied, wenn man das, den Aspekt anhat oder nicht. Ich glaube, der ist einmal für die Horde hier. Der da ist für uns. So, das auch gleich geschafft. Das ist ganz cool. Leider droppen die nix. So, ich glaube, das war es ja drin, ne? Beendet. Ja. Tja. Der Turm ist quasi über uns, darum wird das Fragezeichen angezeigt. Ich glaube, das Ritual war hier drunter. Das ist manchmal so lange her. Red mal schon Knie, wieder? Jetzt Zitat. Aber Kerl. Ach, sie sind schon wieder respawned, ey. Boah. Aber das ist nicht das Problem. So, und gehen hier ein bisschen zur Seite. Wo
können wir theoretisch, wenn wir hier runter gehen, auf der anderen Seite wieder raus. Wo wir zuerst quasi vorstanden. So. Sehr gut. Können wir die nämlich nachher aufhalten? Das ist diese Beschwörung. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play WoW The Burning Crusade. Und lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.